Ich bin sehr berührt. Vielen Dank. Ich hoffe, die Worte werden verstanden. Ey. Es wäre schade, wenn nicht. Guckt euch an, wie viele Tausend hier stehen. Ey. Das ist unglaublich. Die Industrieinteressen, egal in welche Richtung du siehst, wenn sie auf Wachstum basieren, haben immer tödliche Folgen. Und wir sehen, da bin ich nochmal beim Thema Mangel. Auf diesem Planeten werden unendlich viele Lebensmittel produziert, die für alle reichen. Aber es wird nur dann ein Geschäft, der Preis ist nur dann stabil, wenn du Mangel organisierst. Irgendjemand darf gar nichts bekommen, damit du diesen Nettopreis hier halten kannst für Weizen. Es funktioniert nur über den Mangel. Du musst verstehen, dass hier Mangel verkauft wird. Und du bist auf der Seite, wo du noch etwas bekommst. Aber der Mangel ist ja schon lange in der dritten Welt. Wo hast du das ausgeblendet? Inzwischen ist er auch in Europa. Und da sind wir bei einer interessanten Geschichte, nämlich dem sogenannten europäischen Gedanken. Wenn wir uns anschauen, was die Währung Euro in Europa angerichtet hat, dann muss man sagen, das Gegenteil von dem, was eigentlich geplant war. Europa war nie so gespalten wie jetzt. Und wenn du nach Portugal gehst, wenn du nach Spanien gehst, wenn du nach Griechenland gehst, dann kommst du dir vor wie ein Deutscher 1946. Du bist nicht willkommen. Und ich verstehe auch warum. Die Leute werden ausgebeutet. Und zwar über den Hebel Deutschland, ohne dass die Deutschen das wirklich wollen. Ich muss mich mit diesen Leuten auf der anderen Seite solidarisch erweisen. Ich fordere, dass damit Schluss ist. Weil das ist die Vorbereitung zu einem Bürgerkrieg in Europa. Da musst du gar nicht bis in die Ukraine gehen. Du kannst nach Griechenland gehen. Du kannst nach Spanien gehen. Du kannst ja sehen, was sie dort machen. Da verschließen die reihenweise die Krankenhäuser. Da werden hier die Läden leer gekauft mit Babynahrung. Da haben wir 70% Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Was ist daran Solidarität? Und das hat der Euro gemacht. Diese europäische Union, die angetreten ist für den gemeinsamen europäischen Gedanken, ist in Wahrheit eine Schuldenunion, bei der Deutschland die dickeste Kasse hat. Jetzt werdet ihr sagen, das Geld ist ja gar nicht bei euch. Es ist nicht bei euch, aber es ist bei einigen deutschen Banken, die ihr Geld nach England oder Übersee buchen. Es ist nicht für Deutschland gut. Es ist nicht für Europa gut. Es ist nicht für Griechenland gut. Das Image Europas wird über den Eurohebel kaputt gemacht. Und das ist die Vorform für einen Bürgerkrieg. Wir müssen mit dieser Geldpolitik aufhören, damit wir ein Europa der Völker werden, der Gemeinschaft werden. Diese Geldpolitik ist dafür verantwortlich, dass wir uns immer weniger in Europa leiden können. Damit muss Schluss sein. In diesem Land und in Europa wird umverteilt. Und natürlich ist es so, und das kann man im Kapitalismus immer sagen, wem nützt es? Ein Krieg in der Ukraine hat immer einen Nutzen, und zwar für die, deren Material dort verbraucht wird. Es ist die Rüstungsindustrie, das ist ja wohl klar. Und Deutschland hat die drittgrößte Rüstungsindustrie der Welt. Mir gehört sie nicht. Ich habe dort keine Aktien, also ich profitiere nicht. Aber es sind deutsche Konzerne, die daran verdienen. Und damit man das nicht merkt, nennen sie es einfach Maschinenbau. Das ist dann Maschinenbau. Das sind aber Maschinen, die gebaut werden, um vor allem Menschen umzubringen. Ist das Ergebnis aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg? Auf deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen, aber Deutsche sollten, wenn irgendwo ein Krieg stattfindet, auf jeden Fall dabei sein? Das ist doch total verlogen! Und wir müssen diese Leute, es sind ja nur 80.000 in Deutschland, die in diesem Maschinenbau arbeiten, denen müssen wir die Chance geben, dass sie rauskommen aus diesem Maschinenbau, dass sie vielleicht in einem regenerativen Energieland, indem wir diese Energie fordern, indem wir die Multis davon befreien, uns mit Atomstrom oder etwas anderem zu versorgen, damit die Nachfrage da ist, damit diese Leute rauskommen aus dem Maschinenbau. Bravo! Der Einzelne muss für sich verstehen, und das haben viele total falsch verstanden, dass wenn man Kapitalismuskritik übt, dass das nicht bedeutet, die ganz viel haben, die sollen jetzt ein bisschen oder sehr viel davon abgeben zu mir, damit ich genauso weiterarbeiten kann, genauso leben kann wie bisher. Ich möchte eigentlich von meinem Lifestyle nur aufschließen zum Superreichen. Das ist kein wirklicher Change. Das ist das, wir haben ein Interview mit Nico Pech gemacht, das ist grünes Wachstum, aber es bringt im Regenwald gar nichts, wenn du mit Elektromotorsägen abholst und du ein grünes Ökohaus hinstellst. Das bringt nichts. Wir müssen anfangen, hier der Einzelne, weil wir sind die Masse, unseren Konsum drastisch zu ändern. Das meiste sollten wir lassen. Bravo! Wir sollten die meisten Dinge lassen. Ja? Ein ganz wesentliches Tool in dieser Gesellschaft ist, dass wir haben ja die Möglichkeit, was wir alles tun können, das meiste von dem, was wir tun können, zu lassen. Und ein sehr wichtiges Argument, um Dinge zu verhindern, ist die Gabel. Was esse ich? Woher esse ich es? Was ist da eigentlich auf meinem Teller? Weil das ist nämlich auch Kolonialismus. Woher kommt denn das Fleisch? Aus Übersee?
Woher kommt denn die Tomate? Auch aus Überflüssig eingeflogen? Dann nützt es mir nichts, dass ich es bei einem Ökosupermarkt kaufe. Da fahre ich dann hin mit meinem Saab Cabrio. Die Tomate kommt aus Übersee, aber ich bin an einem Ökosupermarkt. Dann gibt es eben nur saisonale Produkte. Dann muss ich eben verzichten. Das muss ich dann tun. Ich hätte gerne das ganze Jahr Orangen gegessen. Ja, das hätte ich auch ganz gerne. Aber ich bin in einer Zeit groß geworden, da gab es nur einmal im Jahr Orangen zu Weihnachten. Und die schmeckten dann auch. Und heute kann ich das ganze Jahr Orangen haben. Nur eins haben sie gemeinsam, sie schmecken wie die Orangen. Auf so etwas kann ich auch verzichten. Etwas Elementares bei Luxus ist vor allem das Warten auf ihn. Die Vorfreude, das haben wir alles verdrängt. Heute wollen wir alles sofort und deswegen hat es überhaupt keinen Wert. Die bringen uns um die wesentliche Erfahrung. Wir sollten unseren Lifestyle komplett überdenken und dann sollten wir ihn ändern. Und ich bin ganz sicher, dass hier eine Menge Leute stehen, die immer noch bei einem alten Multi-Energieversorger sind. Da bin ich ganz sicher. Dann schließt euch doch mal zusammen und ich frage euch, warum seid ihr denn immer noch bei Vattenfall? Dann geh doch da weg! Nimm doch deinen Freund gegenüber, sag mal, bist du auch bei Vattenfall und wechsel deinen Energieversorger, wechsel deine Bank und kauf bei einem Bauer direkt, organisiert euch, macht das. Das könnt ihr aus dieser Bewegung mitnehmen, dass ihr nicht ohnmächtig seid, dass ihr auch nicht eine Organisation braucht, dass die Organisation, die ihr braucht, sich direkt um euch herum befindet. Eure Nachbarn, die jetzt um euch herum stehen, das ist eure Organisation. Ich möchte an dieser Stelle final noch dem Lars Weholz ganz ehrlich dafür danken, was er hier auf die Beine gestellt hat. Denn dass man einen etwas prominenteren Reporter beschießt oder einen Verleger, das ist ja allgemein üblich, aber dass man einen ganz normalen Menschen derart in die Mangel nimmt und ihm derart etwas unterstellt, die meisten Fallschirmspringer werden gesprungen, aber ohne Fallschirm. Er ist doch am Leben, dafür einen Riesenapplaus, das ist fantastisch, weil ich Fallschirm. Wir sollten diese Mahnwachen ausgeben. Die finden ja auch in über 30 Orten statt und die finden auch in der Österreich statt, die finden auch in der Schweiz statt und das wird wahrgenommen. Ich bekomme Post aus Russland, ich bekomme Post aus dem Nahen Osten, da wird das bereits in den verschiedenen Sprachen untertitelt und es wird wahrgenommen und die Menschen, die Völker dort vor Ort, auch dort strahlt es das Mainstream-TV nicht unbedingt aus, erkennen, dass sie und wir etwas gemeinsam haben. Wir sind nämlich alle Völker, wir sind alle Volk, wir sind alle Menschen und wir sollten uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir sprechen alle dieselbe Sprache, ja? Wir haben dasselbe Blut in unseren Adern und wir wollen alle auf unsere Art und Weise glücklich sein und zwar friedlich. Das eint uns und daran sollten wir uns immer erinnern, egal wer uns gegen jemanden aufhetzen will. Macht da nicht mit. Vielen Dank also an dieser Stelle, Lars. Und ich kann nur sagen, ich benutze das Wort nicht so oft, aber ich bin an dieser Stelle wirklich stolz auf das, was hier passiert. Ich meine, Berlin, die ewige Frontstadt. Man ist ja nach Berlin gekommen, weil man anders war. Oder früher, weil man nicht zur Bundeswehr wollte. Deswegen ist man nach Berlin gekommen. Deswegen ist das schon in Ordnung, dass hier der größte Teil der Friedensbewegung ist. Diese Stadt hat etwas verstanden. Wir brauchen hier keinen Krieg. Schau dir doch die Bombenlücken an. Die sind noch nicht zu Ende gebaut, da bist du einen neuen Krieg. Das ist doch absurd. Wir müssen aber größer werden. Wir müssen mehr werden. Denn wenn dieser Countdown läuft, von dem ich gesprochen habe, dann haben wir es verdammt eilig. Und dann müssen wir alles dafür tun, um das zu verhindern. Für den Frieden in Europa, denn eins wird sich ausbreiten, definitiv, auch wenn der Friede sich langsam ausbreitet. Der Krieg breitet sich schneller aus. Der Krieg wird euch viel eher erreichen, als ihr denken könnt. Deswegen, tut etwas für euer eigenes Überleben, indem ihr was für das Überleben der Ukrainer tut. Geht in Deutschland millionenfach auf die Straße für den Frieden. Und sprecht vor allem mit denjenigen, die noch nicht überzeugt sind, die ihre Zweifel haben. Die Fronten, ja, wenn man von Fronten sprechen möchte, die bröckeln ja langsam. Geht auf die andere Seite. Es gibt für mich keine rechte, linke, alte, neue, ehrliche oder weniger ehrliche Friedensbewegung. Wir sollten uns davon trennen. Wir sollten denen, die uns bisher beschimpft haben, aus der Linken, aus der Rechten, denen sollten wir sagen, hör zu, hör doch mal auf mit dem Quatsch. Wir sollten zusammenarbeiten, um einen gemeinsamen, kollektiven Frieden in Europa zu organisieren, für ein anderes Europa und nicht für das Europa, was uns die Lobbyisten verkaufen. Das hat mit diesem Europa, in dem ich leben möchte, überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Ich bin stolz darauf, dass hier so viele Menschen auch letzte Woche, auch diese Woche hier schon gesprochen haben, die sehr viele Nobodies waren. Und ich habe da sehr viele hochintelligente Vorträge gehört, wo ich gedacht habe, wow,
Da waren ja auch viele in Berliner Akzent. Fantastische Vorträge, die ich da gehört habe. Es tut sich was. Die Bevölkerung ist nicht so blöd, wie ARD und ZDF oder die Mainstream-Medien glauben, dass sie gesendet haben. Die Menschen informieren sich an den Mainstream-Medien vorbei. Sie lernen und sie haben einen enormen Wissensdurst. Bleibt bei diesem Wissensdurst. Seid nicht nur Gamer, informiert euch und seid aktive Demokraten. Denn eine Demokratie ist nur so viel wert, wie die Demokraten selbst. Dass ihr hier steht, beweist, dass ihr Demokraten seid. Das ist der Beweis. Und die meisten von euch, da bin ich ganz sicher, die meisten von euch sind zum ersten Mal auf solch einer Mahnwache. Die meisten von euch sind politisiert worden. Aber das bedeutet doch, dass trotz jahrzehntelang RTL und Bild-Zeitung noch ein Funken von Anstand in euch ist. Das ist ein gutes Zeichen. Lasst euch nicht sagen, hey, die sind gleich etwas spät gekommen, aber die sind hier. Die sind hier. Bleibt hier, geht nicht mehr weg, bis ihr davon ausgehen könnt, dass es da oben ist, es ist ja rechts und links in diesen hohen Gebäuden, wo herunterregiert wird, bis es dort wahrgenommen wird. Das verstehe ich unter dem, was Stefan Essel gesagt hat, unter Militant sein. Militant sein bedeutet, zu Fronten dahingehend, dass man präsent ist, dass man sagt, wir als Bürger lassen uns das nicht gefallen, weil Merkel und Co., die vorgeben, in meinem Namen das zu tun, was sie tun müssen, die tun das nicht in meinem Namen. Und das muss man ihr direkt ins Gesicht sagen. Merkel, danke, nein, das ist der falsche Kurs. Und wenn du sagst, das ist alternativlos, dann frage mich, denn ich habe noch ein paar sehr interessante Alternativen. Weil mein Vorredner Rosa Parks genannt hat, das ist richtig, eine ganz normale Bürgerin, die sich politisiert hat, die gesagt hat, ich unternehme etwas gegen die Rassentrennung. Ich wurde ja sehr stark inspiriert von Thomas Sankara. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von euch. In Afrika ist er fast vergessen. Er hat Burkina Faso angeführt. Er hat dieses Land innerhalb von 4 Jahren aus der französischen Kolonie in die Unabhängigkeit geführt. Das Land hat nicht mehr importiert, es hat exportiert. Die Menschen konnten solide leben und dann wurde er vom französischen Geheimdienst umgebracht. Okay, diese Gefahr besteht immer. Die Gefahr besteht immer, dass die Köpfe einer Bewegung einfach weggeschafft werden. Aber das muss bei einem Schwarm so sein, dass dann sofort der nächste Kopf kommt. Und wenn die Regierung das oben realisiert hat, hat es ja keinen Sinn, einen bekannten Kopf wegzuschaffen, weil es kommen sofort 2 Unbekanntere, die für ihn übernehmen. Diese Botschaft müsst ihr verstehen. Jeder, der hier auf eine Bühne geht, der sich exponiert, riskiert etwas. Aber ich weiß auch, dass viele von euch etwas riskieren, wenn plötzlich der Nachbar oder der Geschäftskollege sagt, ich habe gehört, du wärst auf der Mahnwache gewesen. Kannst du dir das denn leisten? Ja, das kannst du dir leisten. Jawohl. Du musst dir überfragen, sag mal, kannst du dir es leisten, dort nicht hinzugehen? Jawohl. Ich weiß, dass das, was hier auf diesem Platz und in Deutschland passiert, das wird nicht nur in den Foren diskutiert, nicht nur in der Politik diskutiert, wir sind auch nicht nur in den Medien diskutiert, es wird auch bei den klassischen Werkbänken diskutiert. Und diese Menschen, dass sie noch nicht hier sind in reiner Zahl, das hat damit zu tun, dass sie Angst haben. Man kann das den Menschen nicht vorwerfen, denn diese Menschen wurden ja jahrelang eingeschüchtert und erpresst mit ihrem Arbeitsplatz. Wir sind ja alle so gedrillt. Auch mich muss man erst rausschmeißen, bis ich besonders mutig wurde. Vielleicht müssen wir uns selber aus diesem System rausschmeißen, um besonders mutig zu werden. Vielleicht ist das der Weg. Ich weiß das nicht. Ich weiß nur eins, diese Bewegung kann nur größer werden und sie kann nur dann eine Volksbewegung werden, wenn hier nicht nur Intellektuelle stehen, wenn hier nicht schon Politisierte stehen, sondern wenn hier normalerweise auch dann Leute stehen, die bisher gesagt haben, du, ich schraube bei BMW am Band Motorräder, das geht mich doch alles gar nichts an. Und wenn so jemand erkennt, dass es ihm doch was angeht, weil er Kinder hat und weil er und seine Kinder auf diesem Planet friedlich leben wollen, dann haben wir eine Menge erreicht. Wir brauchen ein bisschen Nachsicht, weil diese Menschen haben das nicht gelernt, aber uns läuft gleichzeitig die Zeit in der Ukraine davon. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen aktiv werden, aber wir müssen noch aktiver werden, wir müssen noch kreativer werden, um noch mehr Leute hierher zu bringen und in ganz Deutschland auf die Straße zu bringen. Das müssen wir machen. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ich habe mich ja ganz kurz in dieses Line-Up hineingeschmuggelt und habe Lars wirklich gesagt, bitte kündige mich nicht an, weil es hat keinen Sinn, wenn du nur auf eine Mahnwache gehst, um irgendeine Art von Popstar zu sehen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um uns alle, ja? Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tim Jepsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Haltet durch! Tim Jepsen, vielen Dank.